Das ist der frühere Schulsportplatz hier mit den Bäumen jetzt drauf. Da ist noch der Basketballkorb und das hier war wohl das Spielfeld, was man auch so eben erahnen kann. Mit einem Schutz vor den rausfliegenden Bällen. Und da hinten ist das Schulgebäude. Hier sind noch so ein paar Kinderspielvorrichtungen. Da gehe ich jetzt mal rein. Tja, das ist mal ein Rundgang durch die Schule, wo auch der Putz schon kräftig von Wänden kommt. Aber man sieht schon an den Blättern und Zeichnungen, dass das eben eine Schule war. Hier Klassenzimmer mit Heizung, wo das Metall auch rausgeschlachtet worden ist. Hier waren diese Löcher, wo dann die Schlacke rausgeholt worden ist. Das sieht man hier so nur in Forst Zinna. Hier wieder ein ausgeschlachteter Ofen und die Tafel. Also ich bin hier in so einer Art Sportanlage drin, wo mit einfachsten Mitteln wie Autoreifen und ein paar zusammengeschweißten Stangen irgendwelche Turmübungen absolviert worden sind. Und zwar Gemeinschaftsturnübungen. Natürlich ohne die Bäume dazwischen, klar, die sind jetzt nachgewachsen. Aber das sieht noch echt interessant hier aus. Hätte ich gerne mal gesehen, wie hier so 50, 100 Soldaten gemeinschaftlich Sport machen. Überall Sportgeräte in der Kaserne. Ich denke mal, da konnten die sich an beiden Armen entlang hangeln. Ziemlich anstrengende Sache. Also was das hier ist, darüber lässt sich nur rätseln. Die Anlage ist mit 2 Reihen Stacheldraht abgesperrt. Und hier befindet sich so ein kleines Areal, was auch mit so dekorativen Elementen versehen ist. Und darin befindet sich so eine Art Pyramide aus Glas. Also da wüsste ich gerne mal, was das ist. erschließt sich mir jetzt erstmal so nicht. Vielleicht kann ja jemand, der Russisch spricht, hier Licht ins Dunkel bringen. Denn hier ist noch so eine Tafel und dahinter ist so eine Art nach Bühne und zusammengestürzter Wachturm. Ich vermute mal, dass hier auch wieder diese Prunk- und Protztafeln drauf waren, mit irgendwelchen kommunistischen Symbolen und Bildern. Ich bin jetzt im hinteren Teil, nahe den Garagen. Und da finden sich von diesen Tafeln auch 2 Stück. Lässt sich eben nur schwer erkennen, was das wirklich mal war. Auch hier ist wieder ein abgesperrtes Areal. Eingestürzt. Da werde ich aber jetzt nicht reingehen. Ich befinde mich jetzt hier in dem früheren Wasserspeicher. Diese Art von Zisternen habe ich schon mal gesehen. Die stammen also wirklich aus dem Dritten Reich. War noch in der alten Grabung, nach dem gleichen Baujahr, Bautyp. Das ist also keine russische Erfindung, sondern eine deutsche. Hier war das Wasserwerk der Kaserne. Tolle Technik, vor allem schöne Farben. Ich frage mich echt, wie viel Scheiße man im Kopf haben muss, um hier in der Elektroinstallation alles kurz und klein zu schlagen. Das Zeug ist nur fast nichts wert. Ja, und trotzdem hat man hier mit roher Gewalt und wahrscheinlich Hämmern alle möglichen Schaltgeräte versucht, hier rauszubrechen und rauszukloppen. Also diese Leute haben wirklich wahrscheinlich noch nicht mal die Hauptschule geschafft, sondern irgendwo von der Sonderschule. Aber es ist leider an Kasernen so. Diese Leute gibt es. Und die einzige Art, sich zu wehren, ist einen vernünftigen Wachschutz und Absperrung. Ja, das ist doch original Dritte Reichstechnik. Auch die Absperrhähne, diese Formgebung. Die waren nämlich damals rund, weil man es besser bauen konnte, gießen konnte. Das haben die Russen dann für ihre Zwecke einfach umgebaut oder beschriftet. In diesem Baujahr handelt es sich um einen verbunkerten Wasserspeicher. Ich war gerade mal drin, zu filmen ist zu dunkel. Aber da sind eben 2 große Becken in die Erde eingelassen, rechts und links, die wahrscheinlich zigtausende Kubikmeter Wasser fassen können. Das ist für eine Art Rohrleitung zum Wasserwerk hin. Das scheint mir so eine eiserne Reserve zu sein. Kann man auch sehen, worauf es diese Kabeldiebe abgesehen haben. Das ist also ein Eimer mit, ich vermute mal, Tausenden der Kerne von kleinen Trafos, Lampentrafos, wo das Kupfer rausgepult wurde. Ja, die sind von der Deckenbeleuchtung. Und da scheint eine ziemliche Arbeit gewesen zu sein, das Zeug hier rauszuholen. Irre. Das ist der Raum mit der schaurigsten grünen Farbe, die ich je gesehen habe. Wie kann man nur einen Raum so anstreichen? Also mit der Geschmacksverirrung, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die für Bonbonfarben echt ein Faible hatten. Das ist hier das frühere Heizhaus. Das ist ein DDR-Produkt. Das ist nämlich die gleiche Bauweise wie in Krampnitz. Gleiche Struktur, gleicher Aufbau. Das war damals wohl der Standard. Und das stammt aus Mitteln der DDR damals. Schränke sind auch komplett ausgeschlachtet, befinden sich übrigens an der gleichen Stelle wie in Krampnitz. Und auch hier die Kessel, die jeweils die Vormann-Kessel waren. Absolut 1:1 Bauweise wie Potsdam-Krampnitz. Hat man auch schon ausgeschlachtet.